Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Oh Leute, das ist so cool, mit Fachwerk zu arbeiten. Wie geil das einfach aussieht, diese Kombination. Ich habe jetzt einfach mir erlaubt, diese Fummelarbeit ohne euch zu machen. Ist das hier voll? Also ohne euch zu machen und einmal hier rumzuziehen, damit wir nicht so lange brauchen dafür. Lass uns noch mal kurz nach oben gehen. Fenster und so weiter habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Da können wir noch mal gucken später. Ja, das ist jetzt der Bereich im oberen Geschoss, wo ich ja mein eigenes Reich haben möchte. Aber auch natürlich ein Badezimmer und all so etwas. Die Frage ist jetzt natürlich, wie groß machen wir das Haus? Also normalerweise müssten wir jetzt noch ein Stockwerk drauf tun, ne? Aber wie? Wie? Ich muss mal, glaube ich, ganz schnell woanders hinflattern. Ich will mal was gucken. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wohin ich will, aber dieser eine Ort, wie hieß der noch? Wo das jetzt mit den, wo ich diese Blumenerde geholt habe, wo war das jetzt noch, Leute? War das hier? Farntal ist es nicht. Was ist hier bei uns? Okay, warte mal. Da war das auch nicht. Was ist das? Da war das definitiv nicht. Im Schreinerlager war das doch nicht. Verlassenes Jägerlager. Wo habe ich denn das? Wo war denn das? Wo diese Kirche war, verdammte Kiste. Wo die Kirche war. Ich hatte mir da auch einen Marker gesetzt. War das denn hier? Schreinerlager. War das hier? Deadwin? War das Deadwin? Ich gehe mal kurz darüber. Mal gucken. Nee, Schreinerlager war das doch nicht. Es war doch nicht im Schreinerlager. Nein, 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 nein. Nee, hier sowieso nicht. Hier war das sowieso nicht. Grenzwache Reklang vielleicht. Dornenfeste. Da war das auch nicht. Geh mal kurz dahin, da wird das aber auch nicht gewesen sein. Das ist Quatsch. Ich bin völlig lost schon wieder, Leute. Nee, definitiv nicht. Oh mein Gott, wo bin ich? Kann das sein, dass ich das abgebaut habe? Ja, vielleicht. Mottenhain. War das Mottenhain? Nee, Farntal, Mottenhain, definitiv auch nicht. Oder? Definitiv auch nicht. Aber hier haben wir wenigstens so ein Fachwerkhaus. Das ist ja schon mal was. Ich gucke da noch mal kurz, aber da ist ordentlich was los. Weil ich ja jetzt überlege, ob ich noch eine Etage höher mache. Was auf jeden Fall Sinn macht. Guck mal, hier ist auch schön. Was ich auch gerne hätte, wäre so ein Balkon. Vielleicht machen wir. Jetzt ist auch eine blöde Idee. Vielleicht machen wir wirklich vorne einen Balkon. Hey, na? Ja, die haben es ganz schön in sich, ne? Ich habe wieder falsch geblockt. Ja, warte mal. Wo war denn noch mal das mit der Kirche? Jetzt bin ich völlig lost, Leute. Sag mal. Muss mal ein Stück weiter runter, glaube ich. Erntegehöft war es nicht. Rotfels, war das Rotfels? Oder hier irgendwo. Morwenna war es auch nicht. Da war das Schreinerlager. Krypta der Erbauer. Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Feldsichelhof. War das hier? Hier war das Hintertann. Hintertann war das. Da müssen wir jetzt hin, Leute. Ich muss da einmal hinreisen kurz. Hintertann muss das gewesen sein. Das mit der Kirche und wisst ihr, also da muss ich mal eben hin. Erntegehöft, also direkt hier muss ich hin. Genau, und da habe ich das Ding abgebaut, deswegen. Naja, ich mache mir mal einen Wegpunkt. Da müssen wir mal kurz rüber. Guck mal, da sieht man das doch wunderbar.
Da sieht man das doch wunderbar. Da ist die Kirche. Da ist auch, guck mal, hier ist richtig viel Fachwerk. Das Erntegehöft, da würde ich auch nochmal, oh nein, runtergehen. Hier so, das ist doch schön. Müssen wir noch ein paar Wölfe verprügeln gleich. Aber das kriegen wir wohin, ne? Na, wo noch? Aua! Mistvieh. So, warte, hier, mal gucken. Hier sind doch noch mehr Leute. Noch mehr Leute vor allem. Noch mehr. Hi. Aua. Hä, diese Gülle hier, Igitt. Guck mal, das sieht doch nice aus. Guck mal, das ist auch mit diesem. Mit den Burgmauern, ne? Oder? Was ist das jetzt hier genau? Guck mal, und das finde ich halt super schön. Ich würde ja auch noch mal so einen. So ein Raus-Ding, also so ein Ding rausbauen. Das sieht super nice aus. Guck mal, wie cool das aussieht. So machen wir das hinten. Oder an der Seite eher. Wir machen das an der Seite so, wo der Schreiner und der Schmied sind, Leute. Mit so einem Eingang. Das sieht doch cool aus. Und oben drüber noch so ein bisschen Stuff. Oh ja. So gut. Und dann ist hier nochmal sowas mit dem Kamin. Hm. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier was anderes. Also hier ist einfach Fachwerk. Da drüben ist, glaube ich, kein Fachwerk mehr. Da haben wir nur die Kirche. Okay. Das Ding würde ich übrigens gerne aufbauen hier, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, eine schöne Sache, um das wieder aufzubauen. Ja, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Und wir müssen gar nicht zwangsläufig zwei Wände nach oben machen. Machen wir auch nicht. Warte mal, wie sieht denn das drinnen aus? Hallo? Ihr kleinen Mistviecher, wo seid ihr? Ich geh mal nach oben. Okay. Hier ist es ja relativ hoch, aber oben ist noch so ein Dachboden. Das kann man halt auch machen, ne? Ja, ja, ja. War ich hier schon mal? Kann mich nicht erinnern. Oh, ja, schade. Gut, ja, so ungefähr. Mit so ein paar Ausbuchtungen. Ja, sehr gut. Okay, ab nach Hause. Kurz Ideen geholt. So. Denn ich möchte auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, dass dieses Gebäude langweilig wird, Leute. So, okay. Also, wir haben ja vorne schon eine kleine Ausbuchtung, ne? Da machen wir dann auch so einen kleinen Eingang, noch einen Eingangsbereich mit so Pfeilern und so weiter. Genau. Und hier könnte man eigentlich noch so einen kleinen Balkon machen. Aber wie wäre das denn hier oben? Dann wäre das ja auch wieder abgeschlossen und die hätten irgendwie zweistöckigen Wohnbereich. Das will ich ja eigentlich nicht. Wir machen natürlich einen Balkon, ja, aber für uns. Ja, wir werden das hier so ein bisschen ausbuchten. Hier machen wir noch einen Eingangsbereich. Hier können wir auch tatsächlich einen Balkon machen. Das ist übrigens eine sehr gute Idee. Warte mal, wir machen mal diese mittlere Wand raus. Mittlere Wand raus. Ist das überhaupt Mitte? Das sieht aber nicht sehr mittig aus, ne? Hier sieht gar nichts mittig aus irgendwie.
Ich mache mal einen Durchgang. Der muss aber ein bisschen drüben sein. Das war Quatsch. So. Okay. Dann werden wir mit Stein arbeiten, glaube ich. Oder nee, wir machen erstmal Holz. Der Balkon muss nicht so groß sein. So. So. So vielleicht, ne? Dann können wir hier so einen kleinen Zaun drum machen und einfach mal schauen. Und unten könnte man dann mit so einem Eingangsbereich arbeiten. Hier muss sowieso noch eine Tür rein. Das heißt, das Ding muss raus und wir müssen eine Tür bauen. Aber da wollte ich, glaube ich, Kupfer haben. Ich nehme jetzt erstmal die Tür, die wir hier im Lager noch haben. Vorübergehend. Wie hier. Huch. Ja, yeah, was war das? Oh Gott, was ist denn das hier? Hä? Was? Ach, ich habe hier die Fundamente rausgenommen. Ja, richtig. Oha. Oha, oha. So, warte. Wir machen hier eine Tür rein. Später eine schönere. So, dann gibt es noch eine schöne Treppe. Aus Stadtmauerblock. So, auch sehr, sehr schön. Aber ich glaube, hier müssen wir eh noch ein bisschen anders machen. Und dann wollte ich eigentlich hier so eine fetten Pfeiler hin machen. So. So. Das müssen wir aber später noch bauen, weil hier kommt ja noch ein Weg lang, der geht dann hier rüber oder wie auch immer, weiß ich noch nicht genau. Das wird noch verziert und so, ne? Das ist jetzt noch nicht das Richtige. Okay, so. Hier machen wir einen kleinen Balkon. Also das ist auch ein kleiner Balkon. Der wird auch überdacht, ne? Na, mal gucken. Das hier würde ich gerne ein bisschen erweitern. So, warte mal, wir haben hier eins. Hier. Nein, raus. Ich wollte es eigentlich rausmachen. So. Und so. Das wäre zu weit. Nee, 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 nee. So, warte, dann machen wir. Das. Und das. Vielleicht machen wir hier so eine komplette Glasfront. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Glas, ich glaube, Glas haben wir gar nicht, ne? Und da gibt es hier wieder die Wände. Und hier.
So. So dachte ich. Dann erweitern wir quasi noch ein bisschen die Räumlichkeiten, ne? Wie sieht das von außen aus? Da kommt dann auch ein kleines Dach drüber. Und das gleiche würde ich hier auch machen, tatsächlich. Wir müssen ja sowieso ein Dach drüber bauen. Für den Schmied. Wenn das hier die ganze Arbeitsstation wird, müssen wir hier sowieso noch irgendwas anders machen. Aber wahrscheinlich ist das gar keine gute Idee mit dem Balkon. Gefällt mir irgendwie nicht. Sieht nicht gut aus. Machen wir später. Machen wir einfach später. Ich mach wieder zu. So, okay. Schon wieder falsche Taste gedrückt, Mann. Ja, gut. Wir müssen diese Feinheiten später machen. Lass uns mal erstmal die Raumaufteilung machen. Oh Gott, das hier muss weg. Die Raumaufteilung machen. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. So, wir kommen hier rein. Jetzt ist die Frage, machen wir das hier zu? Weil das hier wäre schön, wenn das nicht so, wenn man da nicht so reinfällt, ne? Ich finde aber auch, vielleicht machen wir hier kein, also hier drinne, nicht unbedingt Fachwerk. Ich würde ja nicht, ich würde gerne nicht überall Fachwerk haben. Was haben wir denn noch so? Klassische Steine. Mit Zier bewachsen, Feuerstein. Wir haben leider keinen Feuersteinblock. Feuerstein passt jetzt aber auch hier nicht so richtig rein, ne? Und das Miasmaholz ist mir zu dunkel. Ja, ist mir alles zu dunkel, muss ich sagen. Was haben wir denn noch so? Veredelter Holzblock vielleicht noch eine Runde? Wir probieren das mal. Wie sieht das denn aus? Also schön ist was anderes, ne? Nee, finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Nein, das sieht nicht gut aus. Okay, dann doch mit Fachwerk. Oder wollen wir vielleicht noch ein bisschen Stadtmauerblock hier reinsetzen? Was wollen wir denn überhaupt für Räume? Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier so hochkommen, geht es hier auf eine wunderschöne Terrasse. Das heißt, hier könnte ein öffentlicher Bereich sein. Und ich schlage vor, wir machen hier mal so ein bisschen zu. Sehr gut. So. Und
So. Das ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt. Es geht dann quasi. Hier rum. So, und hier mache ich einmal dicht. Das wird mein kompletter Bereich hier. Dieses ganze Ding. Das sieht gar nicht gut aus hier. Moment. So, ich hoffe, das ist auf der anderen Seite auch noch schick. Ansonsten gibt es einen Balken. Ja, okay. Oder wir machen es einfach so. Ja. Okay. Aber ist das denn Stein überhaupt schön hier oben? So gut sieht der Stein nicht aus, ne? So, ich hoffe, der, oh, Moment. Ich hoffe, der ragt nicht raus. So, eigentlich würde ich hier gerne reingehen. Hier so. Okay. Wieso snappst du so komisch? Das macht jetzt aber gar keinen Sinn. Ich probiere nur mal kurz was aus hier, ne? Okay. Schöne Kombination. Das sieht nicht so gut aus. So, nehmen wir den. Machen so. Muss mich beeilen, wird dunkel. Und wir sehen nichts mehr. So vielleicht. Könnte klappen, keine Ahnung. Huch. Ab ins Bettchen. Eigentlich möchte ich bei ihr einziehen. Ist viel schöner hier als überall. So eine schöne Bude. Auch ich finde diesen Stein, der sieht auch richtig gut aus, ne? Oha. Ja. Wunderschön ist das. Und das Holz und dieser rote Stein ist eine richtig gute Kombination. Muss ich sagen. So, wir müssen hier unbedingt Licht reinmachen. Okay, also, dann hätten wir hier schon mal ein Zimmerchen. Meins, mein Zimmerchen, hier. Hier kommt unser ganzer Stuff rein. Können wir auch noch einen anderen Balken hinmachen. Es muss gar nicht so ein Balken sein. Ich tendiere auch gar nicht zu Fachwerk, sondern kommen wir holen mal noch was anderes. Hier können wir zum Beispiel Miasma-Holz nehmen. Oder geteert. Ne, geteert war nicht so nice, ne? Aber Miasma-Holz können wir hier stattdessen nehmen. Ich glaube, das sieht irgendwie cooler aus. So.
Und dann hier der Zugang. Ja, finde ich irgendwie nicer. Und hier auch weg. So, okay. Dann haben wir nämlich hier so eine kleine Steinwand, beziehungsweise auch hier. Hier könnte so ein Kamin hin. Weiß ich aber noch nicht. Können wir auch später noch austauschen, ne? Keine Ahnung, wie das jetzt final sein wird. Okay, das ist unser Bereich. Wissen wir schon mal Bescheid. So, hier. Da muss eine Tür rein natürlich. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen Bereich, der nach draußen geht. Ich schlage vor, hier machen wir auch eine Tür hin. So. Okay, dann machen wir eine Tür hin. Dann können wir hier runter in das andere Geschoss. Das ist gut. Dann haben wir hier so einen kleinen Weg. Hier würde ich so einen kleinen Flur lassen, tatsächlich. Ne, der kann hier so ein bisschen offen bleiben. Und dann machen wir hier vielleicht zu. Hier. Oh mein Gott. Was? Oder hier von mir aus auch. Und hier drehen wir. Hier machen wir eine Tür rein. Wir müssen hier die Tür machen, ne? Müssen wir nicht, aber... Ne, müssen wir nicht. Wir können das auch so machen. Hier einmal Durchgang. Und hier vorne machen wir wieder Miasma-Holz. Balken. Überzeugt mich noch nicht übrigens, Miasma-Holzbalken. Vielleicht ist doch das Teerding besser hier. Was habe ich denn unten genommen? Unten habe ich da auch Miasma-Holz genommen. Wir könnten noch mal probieren. Habe ich... Oh, huch. Das Teerzeug, ich hole das mal eben. Das hatte ich ja wieder weggeräumt. Ja, genau da. Ich habe es mitgenommen, oh mein Gott. Sehr gut. So, warte. Teerholzblock. Du mal gucken, wie es aussehen würde, ja. Ne. Und Stein. Viel besser. Viel schöner die Kombination. Da sieht man das gar nicht draußen. Das sieht wirklich besser aus, ne? Ich glaube, hier den nehmen wir weg. Ich muss das denn nochmal abreißen. Wir nehmen stattdessen Fachwerk hier vorne. Hier bitte auch weg. Weg. Fachwerk.
So. Ja. Das überzeugt mich noch nicht, aber wir können auch einen schmalen reinmachen, ne? Warum muss ich so ein fettes Ding reinmachen? Guck mal. Das sieht doch auch ganz gut aus. So. Okay, dann haben wir hier noch eine Tür, da noch eine Tür. Und das hier wird das Badezimmer. Hör auf. Jetzt habe ich Steuerung gedrückt. Oh mein Gott. Hier. Den nochmal. Es ist doch unfassbar, wie die Zeit verrennt. Oder verrinnt, wenn man baut. Es ist unfassbar. So sieht eigentlich echt geil aus, finde ich. Viel, viel besser. Ich glaube, ich werde diese Dinger hier rausnehmen und werde alles Fachwerk machen und die Ecken einfach mit Stadtmauer machen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Frage ist nur, schmal oder breit, ne? Also hier ist wahrscheinlich doch besser, schmal zu arbeiten. Ja, 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 ja. So, wie gesagt, vier Badezimmer. Oder zwei Räume vielleicht sogar. Wir machen hier einen Durchgang. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir machen ein kleines Bad. Wir machen ein kleines Bad. Das vielleicht hier ist. Und hier hinten ist irgendwie noch was anderes. Hier würde ich noch einen Raum sehen, hier hinten. Ich habe kein Fachwerk mehr. Dein Ernst? Aber hier würde ich noch einen Raum sehen, Leute. Guck mal. Das ist doch geil. Ja. Also, hier ist unser Raum. Hier ist Badezimmer und keine Ahnung, Bibliothek oder sowas. Wir wollten auch eigentlich noch ein Esszimmer haben. Ich frage mich nur, wo wir das hinmachen wollen. Wo ist der Gemeinschaftsraum? Wo machen wir den denn hin? Oder wie? Wie machen wir den? Hier? Also was natürlich geht, ist, wir machen hier zu. Ne? Also hier ist einfach zu. Links, rechts eine Tür. Dann haben wir hier so einen kleinen Raum. Hier können wir Lagerfeuer, ich meine Kamin hinmachen, Bänke, Stühle, bla bla bla. Oder aber unser Gemeinschaftsraum ist actually wirklich hier draußen. Hier kommt alles hin. Hier können die Leute sitzen und essen. Ich glaube, die Treppe ist einfach viel zu groß. Da werde ich mir jetzt nochmal eine Platte machen, wie wir das am besten hinkriegen. Wie wir das mit den Fenstern machen, ist auch nochmal ein Thema für sich. Welche Fenster wir nehmen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal los und Kupfer organisieren, damit wir Türen haben. Ich mache hier nochmal alles weg und mache das alles zu Fachwerk, auch innen drinnen. Obwohl, innen drin bin ich mir echt unsicher, ob ich das mit Fachwerk haben möchte. Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht. Doch, ich wüsste. Oh, mir fällt gerade ein. Es könnte. Nee, machen wir nicht. Ich glaube, wir haben einfach die Bauteile noch nicht, die wir brauchen, um innen drin das anders zu machen. Wir nehmen jetzt Fachwerk mit Stein verziert und dann gucken wir mal weiter. Gut, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.